Schön. Würdest du bitte gehen? Schönes Gespräch. Oh, jetzt wird er. Stravos, alter Fischköder. Na, no, verschwinde, du Spinner. Ja, der Arschloch, ey. So, was haben wir noch? Card. Where is my card? Here is my card. Warum ist denn da ein Versteckwaffe noch nicht haben in 101 Metern, Dave? Ich weiß nicht. Hier sind mehrere Sachen, die ich noch nicht aufgedeckt habe. Geben wir die mal ab. Und guck mal, ich habe da eins markiert in 100 Metern. Hm, ich halte mal mein Ach so, ja. Jack und Joe's. Ja, Jack und Joe's haben wir schon. So, ja. Na geil. Da lässt sich das Ding aber auch nicht top anwenden, das Fernglas, aus irgendeinem Grund. Ja, weil da ein Haus zwischen ist. Nein! Oh, geil. War natürlich geplant. Ui. Ich bin ein Ihr müsst mich gehen lassen. Geil, durchs Haus durchgerannt. Sehr geil. Manche Schilder kannst du umwerfen als Brücke verwenden, das ist schon gemacht. Das ist auch geil. Nö. Manche Straßenschilder, doch die hohen, also oben auf dem Dach. Wer ist er hier? Morgen. Darf ich richtig? Keine Ahnung, vielleicht auch ein Feature durch deine Fallschirme. Also ich habe noch keine erlebt. Wenn ich das nächste Mal sehe, zeige ich dir, was ich meine. So große Stangen, so viele Fahnenmasten und die ganze umschmeißen und wie eine Brücke benutzen. Ich hörte, die Männer des Schlechters sind auf irgendeiner komischen Droge. Reicht nicht. Oh, bin unten angekommen. Aller Mut. Sehr gut. Ja, was ist denn? Was geht, Aiden? Was geht? Einfach nur ein Nightrunner-Versteck hier. Ah, sehr gut. Mach mal an. Rum. Was ist hier los? Ist ein Generator oder die Stadt, du Idiot? Frag doch nicht so blöd. Hey, hör auf mich anzustarren. Hab dich nicht angestarrt. Aua! Ich hab's gerade gesagt. Sitz! Zwei Zombies zum Preis von einem. So eine Donnerangebot. Fick dich einfach, warum? Ich hab doch gar nicht gemacht. Gewalttätige Menschen hier überall, das ist eklig. Frieden auf der Welt. Weltfrieden und tibetanische Fellmützen. Hier ist das Versteck, schön. Gibt's hier zufällig eine Tasche? Ich würde mal in meine Tasche gucken. Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Bei Nightrunner verstecken nicht. Endlich mal Urlaub von der Familie. Ach, guck mal, ich habe da in 164 Metern das nächste Fragezeichen. So, links von deinem 1,9 Kilometer Punkt. Mal hin und dann, also da ist noch ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen zumindest in dem Bereich. Weiter unten. Ja, dann. Und dann haben wir, glaube ich, nur eine Night Quest auf der anderen Seite. Night Quest. Geil. Naja. Trampoline bin ich noch nicht so von überzeugt, aber gut. Wow! Voll gut. Aber wir sind so klein, da müssen ein bisschen doppelt so groß sein. Na gut. Dass du nicht so genau springen musst. Dann wäre das geil. Glaube ich. Aha, mal wieder ein Militärkonvoi, das eine Fragezeichen. Oder Evakuierungskonvoi. Sprengen sie noch den verdammten Staudamm und überfluten die ganze Stadt. Ja, 31. Machen wir schnell, oder? Puh, können wir machen. Oder machen wir das, haben wir das im Sidestream gemacht? Ich glaube, im Sidestream haben wir das gemacht. Ne? Oh, guck mal, eine Gasöffnung. Ey. Oh, krass, ja. Mensch. Wir haben ja den Dingsgasser gekriegt, stimmt. Wow. Wuhu. Also nicht, dass ich so lange fliegen kann. Nee. Na scheiße. Ja, danke, da wollte ich ungefähr hin. Das ist gut, dass du mich hier andockst. Ah, okay. Andere Fragezeichen gefunden. Auch noch ein verlassener Laden, ne? Nur noch. Ne? Ja, war mir ja schon ziemlich klar. Ach ne, guck mal, zwei Ausrufzeichen sind da sogar noch, sehe ich gerade. So. Wasser und Blitze. Wasser und Blitze. Wasser habe ich auch. Und das andere Ausrufzeichen sehe ich nicht, was du siehst. Also zumindest nicht in dem kleinen Gebiet hier. Vielleicht links neben den.
Weiter runter. Warum hast du die Karte auch reingescrollt? Ich hol die doch mal raus. Also ich sehe die beiden Ausrufezeichen bei dir da schon. Hier unten in dem blauen, aber in Quarry Ends. Aber du meinst den Horseshoe, oder? Wieso hast du denn Quarry Ends 2? Das ist ja viel interessanter. Achso, weil bei mir das andere eben Dingens untergeht. Okay, schon gut. Dann haben wir sogar noch Viere anscheinend. Vier Quests. Hast du gerade was in die Luft gesprengt? Nee. Lustig, meine Karte hat gewackelt. Ich habe nur mal eine kleine Markierung gemacht. Ich weiß nicht, ob du die siehst. Also Fragezeichen, 190 Meter. Da wollte ich mal kurz gucken. Ich habe hier keine Fragezeichen mehr. Also bei mir ist das alles aufgedeckt anscheinend. Ja, logisch. Ja, was heißt logisch? Das ist halt ja sowieso irgendwie alles ein bisschen suspekt. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, gerade nochmal die U-Bahn-Station Heilige Dreifaltigkeit gefunden, obwohl ich drin stand, so, hä? Wenn wir in meinem Spielstand spielen, sollten die meine Karte auf dich replizieren, das kann ich besser, glaube ich. Also, unabhängig von deinem, Spielstand. Ja, machen sie ja eigentlich auch, meine ich. Wenn deine Fragezeichen alle aufgedeckt sind, dann ja nicht, scheinbar. Ich glaube, das ist ein anderes Problem, dass das einfach nicht richtig synchronisiert wird. Ah ja, das kann sein. Wie gesagt, es verschwinden ja auch immer wieder Sachen. Ich meine, die fehlen jetzt vier U-Bahn, siehst du ab. Oh. Vielleicht ist das eine U-Bahn-Station, die du da als Fragezeichen siehst. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob hier auch eine U-Bahn-Station ist. In den Bereichen überhaupt eine U-Bahn-Station? Ich weiß gar nicht, gab es hier, gab es in jedem Bezirk eine U-Bahn-Station? Gute Frage. Ich sehe hier keine jetzt gerade, also nicht in Horseshoe, aber in dem ersten Gebiet, wo wir waren. Heilige Dreifaltigkeit, logischerweise. Ja, und in Graves End ist es der Hauptbahnhof. Genau, wo die und PKs leben. Ja, nicht mehr. Ja, ist ja alles schön. Ück. Wenn sonst. Also selbst zuzutreiben, schreiben. Kein Auftrieb, ich muss den upgraden noch, den letzten, die letzte Stufe bei dem Ding. Aha, ich habe das Meisterwindrad entdeckt. Und, was haben wir da? Dunkle Höhle. Mal wieder den Wasserturm entdeckt, auch geil. Eine Frau, die hat gerade hier geredet, vielleicht ist das eine Quest. Ne. Nicht so gut. Na gut, dann habe ich das also auch aufgedeckt gerade. Markiere ich mal die Quest, Wasser und Pistazien oder was weiß ich. Die Tetze. Genau. Alles leer hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was? Komm her, neue Quest gefunden. Laufe. Beil dich. Weil das ist, ja, das ist der NPC, der bei mir unsichtbar ist. Hast du gehört? Ja, hab gehört. Kantine, ja, ich weiß. Oh, krass. Oh, die Kleine. Das ist die Kleine, ist das hier, hey, die Kleine. Wir gerettet haben noch nicht. Wie geht's dir? Ich bin nicht klein. Hey, Moment mal. Wir kennen uns. Ich bin Aiden. Wie heißt du noch gleich? Maya. Was machst du hier, Maya? Ich suche Räuber, weil ich sie verprügeln will. Aber jetzt gerade verstecke ich mich vor Infizierten. Ach so. Und was haben dir diese Räuber getan? Sie haben super viel geklaut. Aber das Allerwichtigste war... Oh, oh, sie sind hier. Da ist sie. Du verfolgst uns nicht mehr, du kleine Mistgöre. Sag ich doch. Du bist tot, Kleine. Keine Sorge. Soll ich sie verprügeln? Versteck dich. Das dauert nicht lange. Keine Aid. Alter. Vor allem die Alte daneben ist auch geil, steht einfach unbeteiligt und Kind bedroht, ja. Was in aller Welt? Kind bedrohen, die Meise oder was? Er hat mich erwischt!
Hast du NPCs angeschossen? Nö, ich habe einen von denen erschossen. Also von den Gegnern. Das habe ich gesehen, ja. Ach, guck mal, er sitzt im Gras, er versteckt sich wirklich geil, Mann. Das war abgefahren. Und eklig. Sind die das, die deine Sachen geklaut haben? Nein, das waren mehrere. Die anderen haben's vielleicht. Was ist dieses Allerwichtigste, das sie dir geklaut haben? Meine Spieluhr. Warum ist sie dir so wichtig? Sie gehörte meiner Mutter. Sie ist alles, was mir von ihr blieb. Das klingt super wichtig. Du musst sie finden und du darfst sie behalten. Du hast mir das Leben gerettet. Die Diebe sind in dieses Gebäude gegangen, an der Baustelle, auf der William the Ninth Road. Du musst sie ihnen unbedingt abnehmen, sonst mach ich es. Wow, 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 meine Kleine. Ich meine, meine Dame. Keine Sorge, ich kümmere mich um die. Wenn du sie nicht findest, bleib stehen und hör genau hin. Die Spieluhr spielt diese Melodie. Ich werde es mir merken. Aber tagsüber sind sie nicht da. Geh nachts. Da kehren sie immer in das Gebäude zurück. Warum bringe ich dich nicht einfach nach Hause? Wo wohnst du? Ich gehe zum Bazar. Alleine. Bin ja kein Baby. Wenn du die Spieluhr nicht behalten willst, kannst du sie da ja verkaufen. Ist echt wertvoll. Habe ich schon mal gehört, dass die Melodie, ne? Das war bei irgendeinem Versteck. Da dachte ich noch, hä, wieso spielt er guten Abend, gute Nacht? Irgend so ein Ding. Genau. So. Ja, wenn man natürlich rette, holen wir die Spieluhr, das ist nicht klar. Aber ich sehe da schon wieder ein Fragezeichen. Wahrscheinlich irgendein Konvoi. Nee, ein Laden. Ah, cool, Laden ist auch gut. Ja, dann machen wir heute Nachtschicht, also ingame. Gott, seht mal, wie groß dieser Kürbis ist. Das ist kein Kürbis, das ist mein. Gute Nacht, Aiden. Gute Nacht, Aiden. Geil. Ich sag, wünsch mir eine gute Nacht, ist das lieb. Schön, dich zu sehen. Schön, auch dich zu sehen, Mann. Ich weiß nicht, wer du bist, aber. Hey, was soll's? Guten Abend, Aiden. Guten Abend. Das ist ja cool, dass die alle dich ansprechen die jetzt. Die eine andere Quest abholen, ich noch. Ich hab nie geglaubt, dass die Nightrunner echt sind. Wenn die anders machen, wenn du mich fragst. Ach, das ist eine andere Quest. Ich dachte, das ist die ich markierte. Wasser nee. Und Pistazien. Na gut, dann machst du die abholen, nicht mehr. Scheiße. Nee, die wollte ich jetzt machen, weil, wie gesagt, bei mir ist dieser Quest-NPC unsichtbar. Und, ja. Alter! Bist du mal drum rumgelaufen? Vielleicht hockt die im Gras? Nein, ist komplett unsichtbar. Die Questmarker ist genau an derselben Stelle und steht auch 0 Meter da. Ich stehe also quasi in der. Ja. Dass sie ihre Spieluhr nicht wiederhaben will, finde ich aber echt komisch. Und dann hat die dir ja erstmal, also zumindest bisher, nicht wiedergeben können, laut Quest. Hat Aiden doch gar nichts dagegen, die dir zurückzugeben. Nö. Der scheiß Spieluhr. Hat ja mehr so einen mentalen Wert für das Kind. Nimm dir die Wasserflasche, wenn du dich traust. Heilige Scheiße! Du nicht schlafen. Er will schlafen? Bloß nicht Aiden, schlafen. Du bist jetzt eine Weile hier und praktisch einer von uns. Praktisch einer von euch, ich weiß. Was hast du für uns, Kollege? Hallo, Blitz. Hey, wie geht's? Du weißt also, wer ich bin? Klar, wer weiß das nicht? Tja, ich bin eine echte Legende. Was sagt man denn so über mich? Fragen irgendwelche heißen Miezen nach mir? Haufenweise. Träumen alle davon, die Legende mal zu treffen. Haha, so ist mein Leben. Tja, was soll ich sagen? Als schnellster Wasserlieferant auf den Dächern ist man halt ein Promi. Und meine Auswahl ist riesig. Ohne Kohlensäure, mit Kohlensäure, Lavendelgeschmack, Honiggeschmack, sogar Brennnesselgeschmack. Was? Brennnesselgeschmack? Wer weiß. Klingt doch spannend, oder? Marketing nennt man das. Die Leute trinken es. Solange es sich hip und abgefahren anhört, reißen sie es mir förmlich aus den Händen. Bist du hergekommen, um mich herauszufordern? Soll der fabulöse Sadio dir den Arsch versohlen? Ich weiß, dass ich chancenlos bin, aber es wäre mir eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Das wäre es. Wenn du bereit bist, nimm diese Flaschen und lauf.
Aber pass auf, dass du dir nicht die Beine brichst. Alter, meine Beine sind in Ordnung, du Spaß. Du musst keine Angst haben. Scheiße. Das ist ja mein Lieblingsquest, wenn ich irgendwo hinrennen muss. Ja, vor allem, wenn es jetzt Nacht wird. Ja, eine Stunde haben wir noch. Los, komm, schaff mal. Na, ich sehe die Flaschen noch nicht. Hier, bei mir. Achso. Oh Gott. Oh Gott. Einer von uns beiden muss es schaffen, Dante. Ja, nee. Einer von uns muss halt in 2 Minuten schaffen. 2 Minuten 50. Okay, welche? Ich habe hier 2 Markierungen, blau und grau. Was ist jetzt richtig? Ja, erst die blaue, dann die graue, ist so logisch. Okay. Super Shift. Ui! Fuck! Noob! Ja. Scheiße, jetzt habe ich schon verhaspelt. Nein! Bin raus. Noob. Du schaffst das, Dante. Gib alles. Warum muss ich immer alles geben? Eine gute Frage. Das wird eh, glaube ich, beendet, wenn ich jetzt hier beenden drücke, oder? Oh ne, ich kann wieder anfangen. Gegangen, siehst du? So wär's gegangen. Kampfstoffbehälter erkannt. Da hab ich einen übersehen, siehst du? Ich schaff's auch nicht in der Zeit. Also nicht in der perfekten Zeit. Na gut, ist ja gerade so, wir sind da durch, fertig. Nein, da gibt's kein Gold. Weiß Gold ist das Silber des armen Mannes, Mann. Hä? Silber ist für den. Oh, fast dran vorbeigesprungen. Krasse Scheiße. Boah, jetzt muss ich auch noch die Seilbahn nehmen, weil ich da sonst nicht drankomme. Was Scheiß. Alter, ey. 3,20. Ne, 3,19,17. Okay. Aber mir ist er fehlgeschlagen, also zählt für mich wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, das kann man immer wieder probieren. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Hat er noch was zu sagen? Unmöglich. Absolut unmöglich. Wie hast du das denn gemacht? Hast du gemogelt? Nee, ich bin einfach nur schneller. Das mit Sadio, der Blitz, solltest du jetzt mal abhaken. So leicht kommst du nicht davon. Ich trainiere weiter. Und du solltest das auch tun. Wir sehen uns am Wasserturm, du Narr. Habe ich die ganze Zeit aber eigentlich nur rumgelegen. Ne?
searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Appreciate all that is vacant.